Wir öffnen also Adventkalender-Türchen Nummer 3 und heute geht's ins Wrecken. Wir gehen nach Wreckfest und versuchen, die Konkurrenz hinter uns zu lassen. Braveheart, die Last. Und das wird eine ganz, ganz geile Sache, Leute. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen oben und auch gern ein kostenloses Abo da. Wir starten mal direkt rein in die Fun-Action. Wir machen 2 und dann schauen wir einfach, wie lang. So Leute, wir gehen aber nicht in Karriere, sondern in benutzerdefinierte Events. Denn ich glaube, das ist noch viel cooler als wie jede Rennen. Wir probieren für Beginn mal, sagen wir mal, die easy Sachen mit Rattlesnake. Und hier nehmen wir auch eher die einfachere Variante. Jetzt wird es ziemlich schwierig. Denn nehmen wir uns ein Auto, das schnell ist, oder nehmen wir uns ein Auto, das viel Schaden macht. Ich wäre mal für ein mittleres. Wir werden auch hier an diese, oh mein Gott, ein Mähdrescher. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Der wird ziemlich schnell kaputt gehen. Ja, Robustheit 1,4. Robustheit bei dem Teil halt 5,5. Wir gehen aber da vorne mit den Jungs hier. Eins von diesen dreien. Ja, und ich glaube, der lacht mich schon die ganze Zeit an der. Boah, 6, oh mein Gott, der ist sicher sauschnell. Nein, wir nehmen ihn hier. Ich würde mal sagen, wir stellen hier 15 Gegner an, ganz klar. Runden nehmen wir 3. Tageszeit ist mir ehrlich gesagt egal. Schwierigkeit bleiben wir mal auf leicht. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das Ganze werden wird. Und ich würde mal sagen, wir starten das Event. Hier sind wir also nun in Rosenheim. Ich glaube, das ist Deutsch, Leute. Wir gehen mal rein und hier haben wir das ganze Schnuckelchen. Ich freue mich extrem. Abonniert gern kostenlos. Wir gehen hier direkt vom Start aus weg. Was soll ich sagen? Jetzt heißt es wirklich durchkommen, ohne stark zu beschädigen. Okay. Ja, die haben alle ziemlich ähnliche Autos. Das ist schon mal eine ganz, ganz gute Sache hier. Halleluja, die Seite ist ein bisschen lidiert, aber sonst ist noch alles gut. Die Kamera nervt ein bisschen, weil die sehr hoch ist. Nur nicht Schaden aus eigener Sache. Oh mein Gott, Leute. Das war gar nicht gut. Nein, uns überschlägt sie, oder? Ja, wir können die resetten. Gut, wir gehen mal hier zurück und oh mein Gott, fuck, was ist denn hier hinten los? Ach du Scheiße, da geht's den Nächsten an den Kragen. Und wir werden hier mal versuchen, da in der Seite zu bleiben, alter Vater. Die Autos haben ja so gut wie gar keinen Grip hier. Wir bleiben mal auf der Asphaltstraße. Ich weiß zwar, dass vermutlich die Abkürzung hier easy ist. Ach man. Aber ja, das ist bis jetzt mal eher semi-gut gelaufen. Die erste Runde läuft bis jetzt mal sehr, sehr vage, würde ich mal sagen. Wir probieren es trotzdem. Oh fuck, da steht einer drin. Und wir müssen echt uns entsputen. Nur noch 57 Leben. Hier geht's durch. Ist das der Erste? Nein. Da vorne fahren die Ersten, denke ich mir. Ja, 50er Schild, 100 Meter Schild nach dem 50 Meter Schild. Das finde ich auch interessant. Und hier durch. Wir sind schon in der zweiten Runde tatsächlich. Jetzt müssen wir mal, ja, mehr oder weniger aufpassen. Wir nehmen da ein bisschen Leben weg, aber ich kann mich auch nicht... Ja, den machen... Das war nur seine... Mann, du kleiner Wichser, Bro. So, lala. Und dann nehmen wir jetzt auch die Abkürzung. Wir brauchen hier einen guten Platz. Abrennen hier. Zack. Und der hat den Weg verschlafen. Oh, das war nicht gut. Hier kann man gar nicht abkürzen. Wir sind nur noch auf dem 6. Platz. Ach du Scheiße. 5. jetzt wieder. Podium wäre coole Sache. Wir sind aber auch bald in der letzten Runde. Und wenn man schon Psycho heißt, will ich gar nicht wissen, was der uns hier antut. Zu hohe Geschwindigkeit, ja. Da geht's jetzt ab. Wir sind nur noch 8. Alter. Ja. Ganz schöner Sache. 3. Alter. Okay, die sind gar nicht so extrem weit weg, Leute. Das ist ja mal eine komplett irre Sache hier. Ich habe mir gedacht, so ja, Wreckfest ist im Game Pass. Ich muss das jetzt eigentlich mal spielen. Und es macht halt auch unnormal Laune. Aber online ist es natürlich um Welten besser. So, lala, hier mal nicht verbremsen und hoffen, dass uns hinten wer drauf fährt. Und wir werden dann ein Demolition Derby versuchen. So, alle biegen ab. 1, 2 und 3 und den roten geben wir es jetzt. Oh, fuck. Nicht gut. Oh, von der hier. So, lala, du gehst jetzt mal hier. Hammer.
Ach du Kacke, das wird zu knapp. Das wird zu knapp, Leute. Wo ist die Ziellinie? Ach, hier war schon. Ja, yeah, wir haben das erste Rennen überstanden und sogar gewinnen können. Ach du Kacke, ich freue mich aufs zweite, wir sehen uns gleich dort. Jetzt kommt der absolute Wahnsinn. Wir versuchen hier nämlich in diesen geilen Schnuckelchen, oder das hier eventuell? Nein, das ist zu wenig Knautschzone, den nehmen wir. In diesen Schnuckelchen in einem ovalen Kreis, also in einer ovalen Rennstrecke, 10 Runden lang zu überleben. Schwierigkeit werden wir raufdrehen auf normal. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt ins Rennen. Hier sind wir nun. Das ist unsere Strecke für das heutige Finalrennen, Leute. 10 Runden auf dieser extrem grenzgenialen Strecke auf Mudford Motorpark. Also ich glaube, Name ist Programm. Viel Schlamm, viel Gatsch, viel Dreck. Let's go, Leute. 3, 2, 1. Try me to let me get smashed. Und ich würde mal sagen, das ist auch das heutige Ding hier. Da hat es den ersten weggespinnt. Wir probieren es an der Außenseite. Und wir werden heute nicht nur versuchen, irgendwie zu gewinnen. Wir werden versuchen, hier jeden das Rennen komplett zu vermiesen. Einschließlich mir selbst vermutlich. Ja. Aber es macht halt auch unnormal Bock. Sodala, hier gehen wir mal rein. Und, oh mein Gott. Da biegt schon mal ab. Tschüss. Und hier zack. Ist schon mal Leben weg. 10 Blechschaden. Und nochmal, der Kleine, der überlebt eh nicht lange. Also hier, zack, weg mit dir. Und es ist eine ganz, ganz enge Nummer. Jetzt ist er nämlich mad hier auf mich. Und der fährt mir da direkt in die Karre. 4 Leben haben wir gerade mal verloren. Aber wir sind auch schon hier mittendrin in der dritten Runde. Und ich glaube wirklich, wenn das so weitergeht, können wir dann noch ein Rennen fahren. Alter, das ist eine ganz, ganz komische Bugelpiste da wirklich. Das ist unfassbar slippy hier. Und jetzt halten wir mal voll. Nein, das geht sich nicht aus. Oh, shit. Ist das eine Überrundung da vorne? Ich glaube schon. Jetzt mal voll drauf hier. Das sind dann... Oh mein Gott, alle weg hier. Ja, aber ich auch hier. Fuck. Drauf hier wieder. Die stecken da hinten. Und der nächste weg hier. Halleluja. Ja, der hält hier mal schön drauf. Und das ist, glaube ich, eine Überrundung. Und der bleibt stecken. Geile Sache. Geile. Der Rote ist der Erste. Ganz klar. Und das ist so eine Matschpartie, wirklich. Also, das ist eine gatschige Angelegenheit hier. Es ist ganz schwierig zu sagen, wer Erster ist und wer Letzter ist, weil halt wirklich so viele hintereinander langsam herumrollen. Zwischenzeit 2 Sekunden schneller. Das ist eine ganz, ganz schöne Zeit. Wir sind hier, oh mein Gott, der ist eine Überrundung auf jeden Fall, der Gelbe. Aber der Gelb, ach du fuck. Jetzt halten wir mal drauf. Der Rote, glaube ich, ist der Gegner. Zack, weg mit dir, Bro. Es war nicht der Gegner. Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt haben wir den ersten Platz irgendwie übernommen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, keiner will hier Erster werden. Ich glaube, jeder will hier smashen. Und der lenkt mich hier mal schön von der Bande runter. Das ist nicht... Deshalb der Rote. Der schaut mir aus, als ob der wirklich bald das Zeitliche sehen würde. Jetzt halten wir mal voll drauf hier. Und den nächsten... Boah. Das ist ganz hart. Das ist wirklich ganz, ganz hart. Und wir gehen hier mal rauf. Sodala, rein hier. Ja, Mann, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist wirklich eine rutschige, slippige Angelegenheit. Also, ob das nicht das gleiche Wort wäre. Yo, Goon Rookie. Oh, jetzt mal machen wir da den Puck hier. Zack. Wo fährst du hin? Okay. Jetzt, zack, der Rote hier. Okay, nein, ist der Blaue. Alle beide. Tschüss, weg mit euch. Überschlagen, da liegt schon einer, also tot da drinnen. Und wir holen hier tatsächlich in der letzten Runde den Win. Das ist so eine kranke Scheiße. Also for real. Jetzt probieren wir wirklich das letzte Rennen für heute. Ich dachte, es wird länger dauern. Wir probieren noch eine geile Sache. Seid ehrlich, wenn das hier nicht ganz eine geile Scheiße wird. Wir brauchen hier einen Rack Park fast. Wo ist das denn? Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Nein. Ja, das hier. Oh, das sind so viele Kurven. Nein, lieber nicht. Wir brauchen eine Rallye-Strecke, ganz klar. Ganz, ganz klar eine Rallye-Strecke. Das muss eigentlich hier. Nein. Das hier. Das ist verdammt gut. Dann nehmen wir auch nur die Easy One-Strecke von allen. Und wir nehmen hier das gefühlt abgefuckteste Fahrzeug. Und das ist einmal mehr der Mähdrescher. Wir gehen mal rein. Aber keine 15 Runden. Das ist 10 Runden. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Wir gehen mal auf 3 Runden rein. Und schauen mal, wer hier die Gegner wrecken kann.
Sind wir nun, Leute, im Eagles Park Motor Park, Eagles Peak Motor Park, unser Mähdrescher. Das ist so weird, wir sind das einzige Riesenfahrzeug und wir sagen, let's smash the enemies. Oh mein Gott, der kommt ja gar nicht vom Fleck weg. Also wir sind wirklich permanent hier auf dem Abfahrgast, nehme ich mal an. Na, ah, das ist unfahrbar, das Teil. Das ist wirklich for real unfahrbar, das Teil. Aber wir müssen hier, kommen wir da überhaupt durch? Ja, ja, okay. Oh nein, Jumps auch noch mit dem Auto. Ein Rennenfahren mit einem Mähdrescher, das ist schon ehrenlos, muss ich sagen. Ja, der lenkt gar nicht an. Jetzt heißt es wirklich, ich möchte einen komplett zersmashen. So heißt das Wort. Da steht ein Bulli, aber der fährt mit. Monster fährt mit, Mad Monster. Okay, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr letzter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Mähdrescher hier viel zu langsam ist, um nur einigermaßen gut mithalten zu können. Ja, der Mähdrescher ist... Yo, das ist ein Teil, mit dem willst du hier nicht unbedingt ein Rennen fahren. Alter, habt ihr das gesehen? Direkt 50 Leben Zusammenstoß. Ich habe noch gar nichts verloren. Muss das Mähwerk eigentlich auch drauf sein? Also das ist... Zack, hier... Ein bisschen Schaden da verloren, aber der fährt auch herum wie ein Volltrottel. Zack, hier, wieder weg hier. Seitlich gerammt, 100 Punkte. Okay, jetzt hat es mich hier fast überschlagen. Das ist eine ganz, ganz heikle Nummer mit diesem Teil hier. Da probieren wir mal den Abkürzer. Das war eine Runde schon. Das könnte ziemlich eng werden. Kann ich das Mähwerk runtergeben wie ein Landwirtschaftssimulator? Ja, hier ist also die Ziellinie. Ja, ich glaube... Also viel wird es hier nicht geben. Da fahren manche viel andere Rennen. Wir fahren mal hier rüber. Ist mir ehrlich gesagt egal. Okay, das ist die zweite Rennstrecke. Ja, gut. Das wusste ich nicht unbedingt. Ich glaube, wir werden hier komplett aufgefressen von der KI. Komplett mit diesem Auto kommt man auch nicht unbedingt klar. Da vorne stehen aber ein paar. Ich wollte eigentlich die anderen zersmashen, aber das ist unmöglich, weil ich halt einfach hier kaum konkurrenzfähige Pace habe. Niemand spinnt sich hier weg. Die anderen sind einfach viel zu schnell für dieses Teil. Jetzt überschlägst du ihn wieder fast. Ja, das wusste ich schon. Irgendwie ein cooles Feature, das Auto, also dieser Mähdrescher. Aber es bringt halt nichts, wenn der so unfassbar langsam ist, dass ich der Konkurrenz nicht hinterherkomme. Das ist eine ganz blöde Sache. Shuttle verpasst, aber mit einem Mähdrescher auch nicht ganz so einfach. Der lenkt ja hinten das Teil. Alter, fuck. Ist das weird. Also das ist so weird. Sadala. Ja, jetzt überschlägt es mich, glaube ich. Nein, nicht, wieder nicht. Ich freue mich schon, wir springen mal in die dritte Runde. Ich sehe dich vor mir, Fata Morgana. Zack, letzte Runde, Leute. Wir waren 6 Sekunden schneller als unsere erste Runde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen hier. Und den nehmen wir Vollgas mit. Alter, habt ihr das gesehen? Wir haben den so viel Leben abgenommen. Das bringt halt ziemlich wenig. Ich weiß auch nicht, wann und wo ich abkürzen dürfte. Weil es einfach eine ganz komische Achterbahn hier ist. Also ich bin ja 45 Sekunden ist der hinter uns. Zack. Oh nein! Jetzt hat es uns überschlagen. Jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Hier nur Sieger. Roadkill. Ja, Roadkill. Da kann ich nicht mithalten. Das Auto ist zu schwach. Wir fliegen auch gar nicht hier herum und wir gehen also hier mit Abstand als Letztplatzierter rein. Also da ist wirklich nichts drinnen, Leute. Gehen wir die letzten beiden Kurven mal und ich würde sagen, ach nein, da geht ja nochmal eine Kurve, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier ab ins Ziel. Sadala, zack, schon wieder falsch abgebogen. Ich wusste es irgendwie. Da vorne ist also das Ziel. So eine Scheiße. Oh, das ist ja cool. So, da la. Destroyer. Jo. Und hier kommt das Ziel mit dem Mime. Zack und. Beendet. Ja, jetzt hat es uns überschlagen. Perfekt.
Für heute war es das mal, Leute. Seid auch morgen gern wieder dabei und lasst euch überraschen, was in Türchen Nummer 3 steckt. Abonniert gern kostenlos den Channel und macht euch das Herz rot.